Следующая история основана на реальных сведениях. В этом видео вас ждет короткий рассказ на немецком языке, который мы будем слушать и разбирать по частям. При первом прослушивании попробуйте понять общий смысл и уловить знакомые слова. Для полного понимания второй раз вы услышите рассказ с переводом. Затем носитель языка еще раз прочитает текст, чтобы вы могли закрепить полученные знания – Для более эффективного усвоения Mein Alltag als Bundespolizist Die folgende Geschichte basiert auf echten Daten. Mein Name ist René und ich arbeite am Frankfurter Flughafen als Bundespolizist. Meine Schicht beginnt auf der Wache. Hier hole ich mein Funkgerät. Und werfe einen Blick auf den Einsatzplan. Im Laufe des Tages hat man viele verschiedene Aufgaben. Dazu gehören die Streife oder die Kontrolle von Fluggästen. Die Kontrolle der einreisenden Fluggäste läuft immer nach demselben Muster ab. Ich begrüße den Gast, dann überprüfe ich den Pass. Im Anschluss frage ich ihn, was er in Deutschland macht und ob er bereits einen Rückflug oder ein Hotel gebucht hat. Wenn ja, frage ich nach der Buchungsbestätigung. Ich würde schon sagen, dass ich ein Gespür dafür habe, ob jemand lügt. Das ist für meinen Beruf wichtig. Wenn mir jemand alle Fragen glaubhaft beantworten kann und gültige Dokumente hat, wünsche ich ihm einen schönen Tag und kontrolliere den nächsten Passagier. Es kann schon mal sein, dass man mehrere Flüge am Stück kontrolliert. Das kann bis zu vier Stunden gehen. Danach ist erstmal Mittagspause. Direkt im Flughafen gibt es einen Supermarkt. Dort hole ich mir etwas zu essen. Nach der Pause habe ich eine andere Aufgabe, zum Beispiel die Ausreisekontrolle. Dabei frage ich nicht, was jemand in Deutschland macht, sondern was er dort gemacht hat. Das Muster ist allerdings dasselbe. Ich überprüfe, ob die Person berechtigt ist, auszureisen. Etwas ganz anderes ist die Streife. Dabei gehen wir den Flughafen ab. Mein Gebiet ist Terminal 1. Wenn es irgendwo Probleme gibt, schreiten wir ein. Ich würde schon sagen, dass mein Beruf gefährlich ist. Man glaubt gar nicht, wie viele Menschen ein Messer bei sich tragen. Darum gehen wir bei der Streife immer in Zweierteams durch den Flughafen. Währenddessen halten wir Ausschau nach unbeaufsichtigtem Gepäck. Eine Tasche, die irgendwo herumliegt, stellt für uns immer eine potenzielle Gefahr dar. Man weiß ja nie, was drin ist. Nach ungefähr acht Stunden endet meine Schicht. Das heißt aber nicht automatisch, dass ich Feierabend habe. Solange ich noch meine Uniform trage, bin ich auch im Dienst. Wenn auf meinem Heimweg etwas passiert, bin ich verpflichtet einzugreifen. Erst wenn ich mich umgezogen habe und meine Waffe weggeschlossen ist, komme ich wirklich im Feierabend an. Das ist für mich allerdings kein Problem. Ich genieße es, Polizist zu sein, auch auf dem Heimweg. Polizist war immer mein Traumberuf. Spontan fällt mir nichts ein, was ich daran nicht mag. Auch mit meinem Gehalt bin ich zufrieden. Ich verdiene etwa 3000 Euro brutto. Netto bleiben davon ca. 2500 Euro übrig. Was man jedoch nicht vergessen darf, ist, dass ich als Beamter meine Krankenversicherung selbst zahle. Dafür bekomme ich noch Schichtzulagen. Das sind in der Regel zwischen 200 und 300 Euro im Monat. So gleicht sich das mit der Versicherung aus. Ich kann gut von meinem Gehalt leben. Ich kann mir regelmäßig etwas leisten und trotzdem immer ein bisschen was auf die Seite legen. Und das Mit dem Beruf, den ich immer machen wollte besser geht es eigentlich nicht oder если хотите услышать эту и другие немецкие истории с переводом на английский, переходите по ссылке под видео и подписывайтесь на наш второй каналча alszi Mein Name ist René und ich arbeite am Frankfurter Flughafen als Bundespolizist. Mein Name ist René und ich arbeite am Frankfurter Flughafen als Bundespolizist. Meine Schicht beginnt auf der Wache. Hier hole ich mein Funkgerät und werfe einen Blick auf den Einsatzplan. Meine Schicht beginnt auf der Wache. Hier hole ich mein Funkgerät und werfe einen Blick auf den Einsatzplan. Im Laufe des Tages hat man viele verschiedene Aufgaben. Dazu gehören die Streife oder die Kontrolle von Fluggästen. Im Laufe des Tages hat man viele verschiedene Aufgaben. Dazu gehören die Streife, oder die Kontrolle von Fluggästen. Die Kontrolle der einreisenden Fluggäste läuft immer nach demselben Muster ab. Ich begrüße den Gast, dann überprüfe ich den Pass. Kontroll прибывающих пассажиров всегда проходит по одной и той же схеме. Я приветствую гостя, затем проверяю его паспорт. Die Kontrolle der einreisenden Fluggäste läuft immer nach demselben Muster ab. Ich begrüße den Gast, dann überprüfe ich den Pass. Im Anschluss frage ich ihn, was er in Deutschland macht und ob er bereits einen Rückflug oder ein Hotel gebucht hat. Im Anschluss frage ich ihn, was er in Deutschland macht und ob er bereits einen Rückflug oder ein Hotel gebucht hat. Wenn ja, frage ich nach der Buchungsbestätigung. Ich würde schon sagen, dass ich ein Gespür dafür habe,

Das ist für meinen Beruf wichtig. Wenn mir jemand alle Fragen glaubhaft beantworten kann und gültige Dokumente hat, wünsche ich ihm einen schönen Tag und kontrolliere den nächsten Passagier. Wenn wenn mir jemand alle Fragen glaubhaft beantworten kann und gültige Dokumente hat, wünsche ich ihm einen schönen Tag und kontrolliere den nächsten Passagier. Es kann schon mal sein, dass man mehrere Flüge am Stück kontrolliert. Das kann bis zu vier Stunden gehen. Danach ist erstmal Mittagspause. Это может длиться до 4 часов. Затем наступает время обеда. Es kann schon mal sein, dass man mehrere Flüge am Stück kontrolliert. Das kann bis zu vier Stunden gehen. Danach ist erstmal Mittagspause. Direkt im Flughafen gibt es einen Supermarkt. Dort hole ich mir etwas zu essen. Nach der Pause habe ich eine andere Aufgabe, zum Beispiel die Ausreisekontrolle. Прямо в аэропорту есть супермаркет. Там я покупаю себе что-нибудь поесть. После перерыва у меня другая задача, например, контроль выезда. Direkt im Flughafen gibt es einen Supermarkt. Dort hole ich mir etwas zu essen. Nach der Pause habe ich eine andere Aufgabe, zum Beispiel die Ausreisekontrolle. Dabei frage ich nicht, was jemand in Deutschland macht, sondern was er dort gemacht hat. Das Muster ist allerdings dasselbe. Dabei frage ich nicht, was jemand in Deutschland macht, sondern was er dort gemacht hat. Das Muster ist allerdings dasselbe Ich überprüfe, ob die Person berechtigt ist, auszureisen. Etwas ganz anderes ist die Streife. Ich überprüfe, ob die Person berechtigt ist, auszureisen. Etwas ganz anderes ist die Streife. Dabei gehen wir den Flughafen ab. Mein Gebiet ist Terminal 1. Wenn es irgendwo Probleme gibt, schreiten wir ein. Во время него мы обходим аэропорт. Мой участок терминал 1. Если где-то возникают проблемы, мы принимаем меры. Dabei gehen wir den Flughafen ab. Mein Gebiet ist Terminal 1. Wenn es irgendwo Probleme gibt, schreiten wir ein. Ich würde schon sagen, dass mein Beruf gefährlich ist. Man glaubt gar nicht, wie viele Menschen ein Messer bei sich tragen. Ich dass ist. Es ist ich würde schon sagen, dass mein Beruf gefährlich ist. Man glaubt gar nicht, wie viele Menschen ein Messer bei sich tragen. Darum gehen wir bei der Streife immer in Zweierteams durch den Flughafen. Währenddessen halten wir Ausschau nach unbeaufsichtigtem Gepäck. Поэтому во время патрулирования аэропорта мы всегда ходим командами по два человека. Между тем мы высматриваем оставленный без присмотра багаж. Darum gehen wir bei der Streife immer in zweier Teams durch den Flughafen. Währenddessen halten wir Ausschau nach unbeaufsichtigtem Gepäck. Eine Tasche, die irgendwo herumliegt

was drin ist nach ungefähr acht stunden endet meine schicht das heißt aber nicht automatisch dass ich feierabend habe примерно через восемь часов заканчивается моя смена но это не значит автоматически что у меня конец рабочего дня nach ungefähr acht stunden Endet meine Schicht. Das heißt aber nicht automatisch, dass ich Feierabend habe. Solange ich noch meine Uniform trage, bin ich auch im Dienst. Wenn auf meinem Heimweg etwas passiert, bin ich verpflichtet einzugreifen. Happens, Solange ich noch meine Uniform trage, bin ich auch im Dienst. Wenn auf meinem Heimweg etwas passiert, bin ich verpflichtet einzugreifen. Erst wenn ich mich umgezogen habe und meine Waffe weggeschlossen ist, komme ich wirklich im Feierabend an. Das ist für mich allerdings kein Problem. Erst, wenn ich mich umgezogen habe und meine Waffe weggeschlossen ist, komme ich wirklich im Feierabend an. Das ist für mich allerdings kein Problem. Ich genieße es, Polizist zu sein, auch auf dem Heimweg. Polizist war immer mein Traumberuf. Spontan fällt mir nichts ein, was ich daran nicht mag. Я ja, получаю удовольствие от работы полицейским, даже по дороге домой. Быть полицейским всегда было профессией моей мечты. На мне не приходит на ум ничего такого, чтобы мне в ней не нравилось. Ich genieße es, Polizist zu sein, auch auf dem Heimweg. Polizist war immer mein Traumberuf. Spontan fällt mir nichts ein, was ich daran nicht mag. Auch mit meinem Gehalt bin ich zufrieden. Ich verdiene etwa 3000 Euro brutto. Netto bleiben davon circa 2500 Euro übrig. Я также доволен своей зарплатой. Я зарабатываю примерно 3000 евро в месяц брутто. В итоге у меня остается примерно 2500 евро чистыми. Auch mit meinem Gehalt bin ich zufrieden. Ich verdiene etwa 3000 Euro brutto. Netto bleiben davon ca. 2500 Euro übrig. Was man jedoch nicht vergessen darf, ist, dass ich als Beamter meine Krankenversicherung selbst zahle. Dafür bekomme ich noch Schichtzulagen. <laughs> Was man jedoch nicht vergessen darf, ist, dass ich als Beamter meine Krankenversicherung selbst zahle. Dafür bekomme ich noch Schichtzulagen. Das sind in der Regel zwischen 200 und 300 Euro im Monat. So gleicht sich das mit der Versicherung aus. Das sind in der Regel zwischen 200 und 300 Euro im Monat. So gleicht sich das mit der Versicherung aus. Ich kann gut von meinem Gehalt leben. Ich kann mir regelmäßig etwas leisten. Und trotzdem immer ein bisschen was auf die Seite legen. Ich kann gut von meinem Gehalt leben. Ich kann mir regelmäßig etwas leisten und trotzdem immer ein bisschen was auf die Seite legen. Und das mit dem Beruf, den ich immer machen wollte. Besser geht es eigentlich nicht, oder? Und das mit dem Beruf, den ich immer machen wollte. Besser geht es eigentlich nicht, oder? Mein Name ist René und ich arbeite am Frankfurter Flughafen als Bundespolizist. Meine Schicht beginnt auf der Wache. Hier hole ich mein Funkgerät und werfe einen Blick auf den Einsatzplan. Im Laufe des Tages hat man viele verschiedene Aufgaben. Dazu gehören die Streife oder die Kontrolle von Fluggästen. Die Kontrolle der einreisenden Fluggäste läuft immer nach demselben Muster ab. Ich begrüße den Gast, dann überprüfe ich den Pass. Im Anschluss frage ich ihn, was er in Deutschland macht und ob er bereits einen Rückflug oder ein Hotel gebucht hat. Wenn ja, frage ich nach der Buchungsbestätigung. Ich würde schon sagen, dass ich ein Gespür dafür habe, ob jemand lügt. Das ist für meinen Beruf wichtig. Wenn mir jemand alle Fragen glaubhaft beantworten kann und gültige Dokumente hat, wünsche ich ihm einen schönen Tag und kontrolliere den nächsten Passagier. Es kann schon mal sein, dass man mehrere Flüge am Stück kontrolliert. Das kann bis zu vier Stunden gehen. Danach ist erstmal Mittagspause. Direkt im Flughafen gibt es einen Supermarkt. Dort hole ich mir etwas zu essen. Nach der Pause habe ich eine andere Aufgabe, zum Beispiel die Ausreisekontrolle. Dabei frage ich nicht, was jemand in Deutschland macht, sondern was er dort gemacht hat. Das Muster ist allerdings dasselbe. Ich überprüfe, ob die Person berechtigt ist, auszureisen. Etwas ganz anderes ist die Streife. Dabei gehen wir den Flughafen ab. Mein Gebiet ist Terminal 1. Wenn es irgendwo Probleme gibt, schreiten wir ein. Ich würde schon sagen, dass mein Beruf gefährlich ist. Man glaubt gar nicht, wie viele Menschen ein Messer bei sich tragen. Darum gehen wir bei der Streife immer in Zweierteams durch den Flughafen. Währenddessen halten wir Ausschau nach unbeaufsichtigtem Gepäck. Eine Tasche, die irgendwo herumliegt, stellt für uns immer eine potenzielle Gefahr dar. Man weiß ja nie, was drin ist. Nach ungefähr acht Stunden endet meine Schicht. Das heißt aber nicht automatisch, dass ich Feierabend habe. Solange ich noch meine Uniform trage, bin ich auch im Dienst. Wenn auf meinem Heimweg etwas passiert, bin ich verpflichtet einzugreifen. Erst wenn ich mich umgezogen habe und meine Waffe weggeschlossen ist, komme ich wirklich im Feierabend an. Das ist für mich allerdings kein Problem. Ich genieße es, Polizist zu sein, auch auf dem Heimweg. Polizist war immer mein Traumberuf. Spontan fällt mir nichts ein, was ich daran nicht mag. Auch mit meinem Gehalt bin ich zufrieden. Ich verdiene etwa 3000 Euro brutto. Netto bleiben davon circa 2500 Euro übrig. Was man jedoch nicht vergessen darf, ist, dass ich als Beamter meine Krankenversicherung selbst zahle. Dafür bekomme ich noch Schichtzulagen. Das sind in der Regel zwischen 200 und 300 Euro im Monat. So gleicht sich das mit der Versicherung aus. Ich kann gut von meinem Gehalt leben. Ich kann mir regelmäßig etwas leisten und trotzdem immer ein bisschen was auf die Seite legen. Und das mit dem Beruf, den ich immer machen wollte. Besser geht es eigentlich nicht, oder?